Wir hätten einfach den ganz normalen Dingsmodus nehmen können und nicht Angriff. Was meinst du jetzt? Nee, das normale Kriegsgebiet. Soll ich das mal machen? Ja. Ja, ich glaube, da kann man ein bisschen länger und besser spielen, ne? Weil man da mehr Chancen hat. Genau, dann starten nämlich beide von der gleichen Grundposition aus in ihren Basen und müssen dann die Dinge erobern, die sie dann zuerst sehen. Und da kommen dann auch andere KI-Gegner und so. Okay. Das ist ein bisschen freundlicher. Oh, Überfall auf Apex 7. Was auch immer das heißt. Namen werden auch immer bekloppter. Ja, gibt es auch Apex 6? Ja. Wissen Sie auch nicht. Heißt da eigentlich Spartan 117, weil es 116 andere gab? Hallo. Glaube ja. Anthony. Anthony. Mann, komm, du hast noch fertig geladen. Lad, 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 lad. Langweilig. Boah, jetzt, ich bin kurz davor, genervt zu sein. Jetzt ist? Ist das alles? Ist Ist das das wirklich? wirklich alles? Hector! Das denke ich mir die ganze Zeit beim Halo-Spielen. Kriegsgebiet-Simulation gestartet. Inspektor Gadget. Halten Sie Basen für Defensive aus und Spur. Sie gegnerische Spartans um Punkte. Beschissene Animation vorher, die mussten sie reinknallen, weißt ja, du? Ja, das ist genauso wie bei der Arena, dass sie dein Team zeigen, wo du dann so stehst wie irgendeine Hip-Hop-Crew so geil weg. Ja, ist das nicht wie bei Destiny? Das ist doch Ja, auch. Ja. die haben voll bei Destiny geklaut, voll viel. Ja, und bei Titanfall haben sie dieses an den Kanten hochziehen geklaut. Ja. Deswegen, Halo hat seine komplette Identität verloren. Es ist jetzt nur noch Abkupferung von anderen Spielen. Das ist scheiße. Ja. Ich will die Identität zurück. Und alle so, boah, ist das alles geil. Und ich so, nein, ihr habt vergessen, was Halo ausgemacht hat. Dass es eben nicht wie jeder andere Shooter war. Ja, das ist doch geil. Jetzt spielt sich das wie jeder andere Shooter. Ja, das hat es. Nun vorher hatte Call of Duty hier halt Halo kopiert, in dem sie jetzt auch schon die Soldaten hatten und so ein Scheiß. Du dann denkst, irgendwann ist alles das gleiche. Das war dieses Advanced Gay Fair, ne? Ja, ich glaube ja. Das ist was letztes oder vorletztes Jahr irgendwann mal, keine Ahnung. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Das ist hier diese erhöhte Kackform, Plattform. Da ist ein Jäger, Vorsicht. Ja, die Jäger sind auf jeden Fall sehr krass geworden in dem Fall. Ja, die habe ich schwächer in Erinnerung. Ja, die ist nicht gut. Ich war noch schrecken. La la la, Inspektor Gadget. Na 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 na, na Spur. Was, 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 was? Oh nein, jetzt kommen hier noch Spieler rein. Cabbage, du Huren. Huren. Horn. Fetter Dubstep-Sound. Was wäre Halo ohne fetten Dubstep-Sound? So, ich nehme gerade die östliche Waffenkammer ein. So, bitte schön. Ein kompetenter Spieler hier. Ja, obwohl ich muss sagen, dass mit dieser Anfangsanimation, das haben sie schon runtergeschraubt. In der Beta war das richtig krass. Da standen sie dann noch beim Arena-Modus die ganze Zeit, haben sich noch gegenseitig abgeklatscht und sonst irgendwas. Ja, wirklich, wo du dann denkst, Alter, können wir jetzt nicht spielen? Noch ein Dance-Battle gemacht. Ja, so nach dem Motto. Du hast das Spiel also gekauft, du wurdest bedient, obwohl du die Beta bereits gespielt hast. Ja, Martin, was ist los mit dir? Ja, ich dachte, das kann nur besser werden. Ja gut, ne, bei Beta denkst du ja immer noch, das ist nicht das Produkt. Ja, wollte ich gerade sagen, es gab ja auch nur den einen Modus und da denkst du natürlich hier und so, aufgeschossen. Also ich glaube, man kann sich generell davon verabschieden, dass Betas noch irgendwas anderes machen. Der Gegner hat einen Jägerältesten eliminiert. Das ist mittlerweile immer so, dass Beta kann man schon als ziemlich final betrachten. Ja. Da passiert meist nicht mehr viel. Das sind Demos. Ja, quasi. Beta heißt doch nur noch, dass nicht das ganze Spiel drin. Oh, verpiss dich, du Hurensohn! Der
Inspector Gadget. Alter! Hast du das irgendwie eben geguckt oder? Nee, ich hatte irgendwie gestern Abend irgendwie die bekanntesten Kinderserien-Intros geguckt. Waren auch die Samurai Pizza Cats? Nee, aber ich hatte so Ohrwurm von Gummibären hüpfen hier und da und überall. Komm ich hier nirgendwo mehr raus? Und dann habe ich halt, kam ich da halt auf so eine YouTube-Liste und dann bin ich halt da gelandet. Ach ja, YouTube. Wer kennt das nicht? Bei mir geht's immer von einem Katzenvideo zum nächsten. Ich finde hier keinen verfickten Ausgang. Ich raste aus bei diesem Kackspiel. Mann, ey, was soll denn das? Verstehe ich nicht. Weißt du schon, warum Dark Souls das einzige Spiel ist, was ich noch spielen wollte? Mann, jetzt muss ich hier 30 Kilometer irgendeinen scheiß Umweg gehen, weil hier... Na, ich bin im Kreis gelaufen, ich raste aus, ey. Was soll denn das hier für eine Kacke? Allianz-Truppen nähern sich. Jetzt bin ich sonst wo, Alter. Ich fühle mich hier wie bei Risen 3 auf irgendeiner Kackinsel. Ja, dann wäre es ja wenigstens beschränkt. Ey, ich hab... Ja, einfach sterben, weißt du? Einfach sterben, das ist das Beste, was ich hätte tun können. Lala, Inspektor Geld. So, jetzt kaufe ich mir einen Ghost, ey. Ich weiß auch gar nicht, was diese anderen Eliten hier auf dem Feld sollen und. Ja, töte die für Punkte. Ja, das ist halt wieder so, was soll das? Wer als erstes 1000 Punkte hat, gewinnt. Ja, aber verstehst du, was ich meine, was soll das? Ja, gut, das kann ich verstehen. Es soll halt so ein bisschen wirklich diesen interaktiven Krieg dann. Ja. Ne, du, Digga, ich beschwere mich nicht über zusätzliche Modi. Das ist okay. Aber dann müssen die alten Modi auch mit drin sein und gut funktionieren. Das ist das Ding. Ja, Mann, Spitze einnehmen, wir fopfen. Ja, die holen die westlichen Waffenkammer. Also ihr seid bei der westlichen Waffenkammer? Ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Bin stolz darauf. Gartennagel, Werfer. Wie er da rumsitzt auf seiner scheiß Plattform, ey, so ein Affenkind. Kann ich ausrasten bei so einem Vollidioten. Wie alt ist der? 12? Warum gibt's hier eigentlich keine normale Sniper in den Waffen? Bei Spezialwaffen. Du musst ja erst kaufen als Requirierung, also musst du ja einen Booster-Pack finden. Westliche Waffenkammer erobert. Das zum Beispiel. Super behindert. Warum muss ich die in einem Booster-Pack finden? Digga, weil Magic. Ich hasse das, wenn Spiele beginnen, irgendeine Sammelkarten kacke zu machen, obwohl es mit Sammelkarten kacke überhaupt nichts zu tun hat. Was, du findest Sammelkarten kacke? Ja, in Halo schon. Requirierung bestätigt. Spiel gleich den schwarzen Magier im Verteidigungsmodus. Oh, ich... Oh. Mann, ey, ist der mir jetzt den ganzen Weg hinterhergelaufen wie so ein Arschloch. Verpiss dich doch mal. Wie das ist so doch ein Arschloch. Mann, ey. Die Map, ich verstehe die Map nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, jetzt bin ich bei der Spitze. Die hab ich ja. Die hab ich ja zum Fressen gern. Digga, ich hab so viele Leute gekillt und hab 290 Punkte. Was stimmt denn schwierig? Du hast 290 Punkte? Ja, nur. Der vor dir hat 530. Was ist mit dem los? Ja, aber ich hatte 260. Dazwischen habe ich so viele Leute weggerotzt, Alter. Keine Ahnung, wie er hier die Punkte gibt. Naja, du musst ja auch die Aufgaben machen, ne? Du musst hier mal einen Punkt einnehmen, du musst mal einen Boss töten. Also ein Scheiß. Kein fucking Boss töten. Diggi, töte doch mal einen Boss. Die sind alle bei der Spitze. Ja, die sollen mal richtig reinnehmen.
Oh, jetzt kommt er von hinten, Alter. Jetzt höre ich mich selber. Andi, hast du was geändert? Nein. Ich hab dich auch doppelt gehört. Requirierung bestätigt. Warum kann ich da nicht raufspringen? Warum geht das nicht? Warum kann ich den nicht übernehmen? Alter. Nimm mit X mal. Oder wie macht man das jetzt? Wir brauchen Verstärkung, um Panzermeister Rock zu bekämpfen. Ist denn das hier? Wieso werde ich denn neben dem scheiß Panzer gespawnt? Oh, Andi, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hören wir uns wieder bei dir. Machst du mal ordentlich den Scheiß. Mann! Vielleicht hört man euch nicht durch mich, Alter. Doch, natürlich, weil im TS leuchtet das denn auf, Mann. Der Gegner hat Panzermeister Rock eliminiert. Ah, oh, fuck, wir sind nicht mehr in Führung. Also, ich hatte hier einen Flakgeschütz gekauft. Und werd dann direkt neben diesem Wraith-Panzer gespawnt, wo ich mir denke, Alter. Mann, ich spawn hier sonst wo! Ey, von. Ich kann jetzt hier nochmal, weiß ich nicht, so ein. Wie bei Morrowind eine halbe Stunde zur östlichen Waffenkammer laufen. So eine Kacke. Ja, und wofür? Weißt du, wofür bewege ich mich überhaupt noch? So, östliche Waffenkammer, dahin. Dahin. Oh, Mann. Ach hier, ich nehme jetzt einen scheiß Ghost. Fickt euch doch. Oh, und jetzt muss ich hier starten, nicht bei der Waffenkammer. Oh. Wieso, das kannst du ja aussuchen. Nee, mit dem Ghost nicht anscheinend. Ja, mit Fahrzeugen spawnst du immer in der Garage. Garage. Ey Leute, wir sind so scheiße, ne? Wir sind richtig scheiße. Du hast halt schon verrecken, Banshee. Na komm. Du regenerierst dich mein scheiß Schild nicht. Wie lange dauert das denn? Boss-Ausschaltung. Oh, darf ich das Ding fliegen? Darf ich das Ding fliegen? Lass mich das Ding noch fliegen. Der Gegner ist auf halbem Weg zum. Was soll denn das? Es ist doch hier unten. Ficken, ey. Scheiße. Hat jetzt jemand meinen Ghost weggeschnappt? Nee, da ist er. Oh, ich wollte schon sagen. Das ist noch ein Banshee. Gibt auch Punkte. Und noch ein Banshee. Ey, ich knall die mit meiner Waffe ab. Das ist besser, glaube ich. Jo. Und weiter geht's. Auf zur Spitze! Was hier mit dir da oben? Oh, jetzt ist da an der Seite irgend so ein Ding. Spezialwaffen, was haben wir denn hier? Fahrzeuge. Oh, ich nehme zufälliges Fahrzeug. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Mongo. Ein Warthog. Ja, ein Mongoose wäre jetzt auch awesome gewesen. Es ist Captain Hestro. Oh. Ich fände ja diesen Mongoose aus der Kampagne, weißt du, der so eine Raketendinger erschießen kann. Den hätte ich gern gehabt. Ich ich habe eben ein zufälliges Fahrzeug genommen. Hat er mir nur Raid gegeben. Was? Oh, hier ist Captain Hestro. Den müssen wir töten. Den Captain Hestro. Captain Heslon. Ja, come on, Alter. Der hält halt schon viel aus. Oh, und Down-Syndrom.
Also das ist ein fucking... Ach, der Gegner hat Captain Hestro eliminiert. Was ist denn mit diesem Diablos da hinten? Er soll verpissen, Mann, mit seiner Panzerscheiße. Oh, jetzt hat er noch einen Banshee. Oh, jetzt wurde ich weggepanzert. Oh, die haben Scorpion, ey. Fahrzeug. Aus meinem... Wieso bin ich denn sofort gestorben? Womit hat er mich denn getötet? Nee. Mit einer was denn? Requirierung bestätigt. Ah. Das ist ein Panzer. Oh, zufällig. Und ich krieg einen Ghost. Ach, Digi, ich hab keinen Bock mehr. Der Modus, der stresst, oder? Ja. Ich, also wie gesagt, ich habe so eine Schneemap gespielt. Oh, auf der hat das eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Aber ja, das stimmt, die haben wir auch schon gespielt. Die war ganz cool, ja. Ja, aber die hier, die finde ich einfach ultra kacke. Vor allem, weil erstmal so ein... Oh nein, jetzt ist das immer noch der Panzer, Heinrich. Sieg des Gegners steht kurz bevor. Von mir aus. Noch sind wir nicht geschlagen. Wir können immer noch... Oh, hat nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Retter! Mann, ey, die Map ist scheiße. Oh, und der Panzer, der steht da die ganze Zeit an der gleichen Scheißstelle. Verpisst euch. Da hinten ballert einer. Ja, ich hab den Panzer ausgeschaltet von denen. Boah, mit was schießt der denn da hinten? Er ballert wie ein Ballermann mit seinem Patronen. Präsentiert euch sein Alter. Mit ein paar geilen T-Bag-Bewegungen. Ah! Ey, Digga, ich komm! Vor allem, ich starte immer in dieser scheiß Basis, in der ich echt eine halbe Stunde rumgehen muss. Was soll das? Das kannst du aber in dem Startbildschirm, wo du die Registrierung auswählen kannst, da kannst du auch einstellen. Das ist aber doch trotzdem einfach nur scheiße für einen Startpunkt, Alter. Das ist einfach kacke gesetzt. Also, du fängst ja hier an, wenn du noch nichts übernommen hast. Ja, ja, aber ja, warum startest du denn doch da? Mann, weil mich das aufregt und wenn ich sterbe, ich nur fucking X drücke. Spitze erobert. Gegnerischen Kern. Ey, wenn wir den einnehmen, dann haben wir gewonnen, Leute. Obwohl wir scheiße waren. Oh, nee, die haben gerade irgendwas eingenommen. No. Die haben zwei Mantis, Digga. Was haben die? Verteidigungsmaßnahmen des gegnerischen Kerns wieder online. Ah ja. Ich sehe es gerade. Requirierung des Level 6 verfügbar. Ein Mantis ist down. Hab's gesehen. Ich habe auch so eine BR, die eine goldene, die macht Fahrzeugen mehr Schaden. Das ist geil, ich habe auch jetzt hier so eine. Ach, wie heißt denn das Sturmgewehr? Ne, das andere. DMR, BR, Sturmgewehr? Nee, es gibt das Kampfgewehr. Das Kampfgewehr? Da habe ich auch eine. Requirierung bestätigt. So, ich habe jetzt einen Panzer. Mann, und den muss ich hier an so einer engen Scheiße rummanövrieren, um meinen Panzer hier rauszubekommen. Das ist echt nicht gut aufgebaut, Leute. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ja, ich habe so ein Kampfgewehr, da brauche ich 8 Requirierungspunkte für. Ja, ja, so ein habe ich auch. Ja, das habe ich auch noch nie gespielt. Ich glaube, 7 war das höchste, was ich mal kam. So, ich habe einen Scorpion. Ja, ich habe auch einen.
Ed hat auch einen. Digga, warum muss ich denn hier vorbeifahren? Allein am Ausgang ist doch schon scheiße. Ja, sag ich dir doch. Ist doch scheiße. Welcher Praktikant hat sich das aufgedacht? Also ich habe ja immer so eine gewisse Toleranzgrenze, ne? Aber... hier... come on. Komm, übernehmt die Spitze, Leute! Das schafft ihr, ihr seid Spitze! Hier steht ein Banshee bei mir. Am Strand. Am Strand. Bin ich leicht angeschlagen, aber der würde noch fliegen. Bin ich eigentlich die ganze Zeit. Der hat den Banshee am Strand, den habe ich runtergeholt. Das war mal ein Bossgegner. Ja, und der liegt hier und damit kann man noch fliegen. Hä? Ich konnte da nicht einsteigen. Na, ich werde jetzt nicht auf meinem Panzer aussteigen. Erst auf jeden Fall noch halte. So, jetzt kommen hier gleich Promethianer. Oh, wenn wir den ewigen Wärter töten, dann... Ja. Und der in eine Richtung, ja. Vielleicht. Nein! Azur, du Hurensohn! Fass es nicht. Nein. Requirierung bestätigt. Ewiger Wärter, wir müssen ihn. Die einzige Digga, Chance. Ich hab drei Panzerschütze drauf gemacht. Vier, der geht nicht drauf, fick dich. So ein dreckiges Rotzspiel, Alter. Ganz ehrlich. Okay. No, was Niederlage? Wir hätten ihn. Oh, er ist jetzt. Wir hätten ihn gekriegt. Nein, 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 nein. Ja, du weißt ja auch nicht, wer ihn dann getötet hätte. Oh. Ja, ja, ist ja gut. Wir haben verloren, ihr nicht. Toll. Dieser, aber das finde ich auch irgendwie doof. Die anderen haben ja schon ganz schön dominiert. Und nur weil wir den jetzt zufällig getötet hätten, hätten wir gewonnen. Obwohl wir zu der Kacke waren eigentlich. Ja. Ja, also so. Ich hätte es jetzt gut gefunden, aber ja, generell hätte ich das doof finden. Ja, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, so, die hätten 100 Punkte, wir 900 und dann Bosstod verloren, würde ich mich tierisch aufregen. Weißt du, was ich meine? Ja, SWAT oder Showdown? SWAT.